Das Herzstück der Druckluftanlage an Lokomotiven der Baureihe 141 betrachten wir als erstes die Steuerventile und die Wirkungsweise der indirekten Bremse. Beginnen wir in der linken Hälfte der Zeichnung. Die durchgehende Hauptluftleitung ist hier, wie wir es schon kennen, gelb gezeichnet. Es ist zu sehen, dass durch Schleuderfilter und Tropfbecher auch hier Kondensat abgeführt werden kann. Das war bei Altbaulokomotiven ein Standardprozedere. Das soll uns aber jetzt zunächst erstmal soweit nicht interessieren. Ein Einfachsteuerventil der Bauart FE115 ist für das Drehgestell 1 vorgesehen und ein Einfachsteuerventil FE115 für das Drehgestell 2. Die Steuerventile sind über Abspähne 85.1 und 85.2 jeweils mit der Hauptluftleitung verbunden. Das heißt, bei einem Defekt des Steuerventils oder einem anderen Defekt am Drehgestell kann man mit diesem Absperrhahn das Steuerventil unwirksam schalten und damit die Bremse ausschalten. Wie das FE115 funktioniert, habe ich ja in einem Film schon beschrieben, deswegen gehe ich da nicht weiter drauf ein. Der dazugehörige Hilfsluftbehälter ist jeweils da angeordnet und in der Leitung zu den Bremszylindern liegen die GP-Wechsel. Das heißt, die Lokomotive kennt nur die Bremsstellung schnell wirkend und langsam wirkend und über eine veränderliche Düse in der Zuleitung zu den Bremszylindern wird die Anlege- und Lösezeit ganz simpel verändert. Unmittelbar hinter diesem Absperrhahn befinden sich die Doppelrückschlagventile. Diese Ventile stellen die Verbindung Zusatzbremse, also direkte Bremse, indirekte Bremse her. Im Ausgang der Doppelrückschlagventile geht es zu den jeweiligen Bremszylindern in dem Drehgestell. Erkennbar ist, dass hier zwei Bremszylinder, also für jeden Radsatz ein Bremszylinder, angeordnet sind. Was wir schon gelernt haben, ist, dass diese Einfachsteuerventile exakt mit der Größe des Vorratsluftbehälters auf die Bremszylinder angepasst sein müssen, damit wir entsprechend Druckausgleich bekommen beim maximalen Bremszylinderdruck. Und deshalb muss die Lokomotive zwingend zwei Steuerventile haben. Wäre nur ein Steuerventil vorhanden und wir würden damit alle vier Bremszylinder füllen, dann könnte man das so machen, wenn man das berechnet auf die vier Bremszylinder. Aber es muss im Betrieb die Möglichkeit bestehen, und das erkennen wir hier an dem Absperrhahn 3010 und 3011, die Drehgestelle separat abzusperren. Warum ist das so? Wir stellen uns vor, ein Drehgestell verliert eine Bremssohle. Der Lokführer muss das Drehgestell absperren, weil die Bremssohle fehlt, hat dann gar keine Bremse mehr, wenn beide Drehgestelle damit unwirksam werden. Wenn er das separieren kann, kann ein Drehgestell noch weiter bremsen und die Lok kann überführt werden zur Werkstatt. Das Ganze würde nicht funktionieren, denn wenn wir ein Drehgestell absperren, würden sich die Anlege- und Lösezeiten ganz gravierend ändern. Mit einem Steuerventil ginge das nicht. Daher braucht diese Lokomotive zwei Steuerventile für jeweils ein Drehgestell. Das ist auch einer der Nachteile der einlösigen, einfach wirkenden Steuerventile. Ja, dann geht es weiter im nächsten Video. Jetzt mache ich erstmal eine kurze Pause. Bis später.